Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute kommen wir hier zu dem kleinen neuen Video. Und zwar habe ich einen Command auf Minecraft gefunden. Wir sind hier gerade auf der 1.8.7 Version und wir werden heute ein Auto machen, ohne dass wir Mods verwenden, Plugins oder irgendwelche Erweiterungen für Minecraft nicht, sondern wir verwenden einfach nur den Comblock dafür und ein Command, der recht lang ist. Ich werde hier irgendwo jetzt ein Bild einfügen, wo ihr den Command seht, also wo ich ein bisschen durchscrolle. Aber wenn ihr Lust habt und Langeweile habt, könnt ihr auch den Command einfach abschreiben und in den Comblock rein. Aber wir werden uns erstmal einen Comblock geben. Dazu öffnen wir den Chat mit t/gif. Da schreiben wir halt /gif, dann 137 und da bekommen wir dann also /gif Danny Brandy, also euren Namen, und dann 137 der das ist jetzt ein bisschen anders, ne? Gegenstand ne, muss ich Minekraft Doppelpunkt 137 schreiben, oder? Da mache ich ganz schnell einen kleinen Cut und wir sehen uns dann nachher gleich wieder, weil also der 1.8 ist ein bisschen anders. So, ich habe es jetzt endlich rausbefunden. Ich habe jetzt hier einfach nochmal dreimal probiert, mir nicht so. Dann haben wir hier den Befehlsblock. Ich habe dazu jetzt einfach den Command-Block eingegeben. Da werdet ihr auf jeden Fall unten in der Beschreibung nochmal einen Link sehen zu dem Command. Jetzt setzen wir diesen Command-Block und schreiben hierbei den Befehl rein. Gut, STRG-V, aber gehe ich gerade nicht. Muss ich ganz schnell einen Cut machen und den Befehl nochmal kopieren. Keine Ahnung, warum das jetzt hier nicht kopiert wurde. Sehr professionell auf jeden Fall. Also dann bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt den Command nochmal kopiert. Es steht ein Button mit Kopie da, den habe ich gedrückt, aber irgendwie hat das anscheinend nicht ganz funktioniert. Jetzt mit STRG C kopiert es, kopiert den Text, oder ihr macht einfach Rechtsklick und kopiert den Text. Einfach auswählen und kopieren oder Rechtsklick kopieren. Aber in Minecraft können wir ja nicht Rechtsklick, auch keinen Linksklick machen. Das bedeutet, also Linksklick schon, aber Rechtsklick wird zum Beispiel recht schwer, wenn man kein Item in der Hand hat und vor allem, wenn man was pasten möchte. Dazu verwenden wir jetzt die Steuerung, also die Taste Steuerung und Vogel V, und da ist dann der Befehl drinnen. Wir können ihn ganz schnell mal ein bisschen erkundigen, wie wir sehen. Sehr lang auf jeden Fall. Es ist verdammt lang. Aber wenn ihr Langeweile habt, könnt ihr das ruhig mal abschreiben, wenn ihr wollt. Also das ist ja kein Thema. Ich meine, ich lasse es euch, aber es ist halt zu empfehlen, dass man das halt kopiert. Da man hier nämlich, da ich jetzt eigentlich alles zuquatschen könnte, weil das könnte ja so lang werden wie... Also gut, wenn ich das jetzt so weitermachen würde, würde ich wahrscheinlich ein vierminütiges Video draus machen können. Aber wir drücken auf Fertig und... Jetzt haben wir diesen Befehl reingeschrieben und drücken E. Und wir brauchen jetzt einen Knopf oder einen Hebel, je nachdem. Wir müssen diesen Command-Block sowieso nur einmal betätigen, drücken Shift und setzen den Block. Dann drücken wir Enter, dann passiert sowas. Es könnte Lags verursachen, aber es ist nicht so. Jetzt fragt ihr euch sicher, das geht ja nur mit Mod. Nein, eben nicht, das ist wirklich kein Mod. Ich habe keine Mods drin, kann ich auch Escape drücken. Option, ich habe keine Mods da. Überhaupt keinen. Hier müsste jetzt eigentlich Option Mods oder sowas stehen oder hier irgendwo. Das steht aber nicht hier. Und dann fragt ihr euch auch sicher, warum hier der Name von dem Macher steht. Das geht eigentlich ganz einfach. Einfach in den Command-Block wurde reingeschrieben, was von wem das jetzt ist. Und jetzt haben wir noch keine zwei Items bekommen, warum auch immer. Wir drücken hier. Ah, jetzt haben wir die Items bekommen. Und wir müssen jetzt vorher in rot gefärbten Lehm hinsetzen, dann das Obsidian und dann die Rüstungsständer. Und wir bekommen ein Item. Das Car, das heißt dann Car. Das setzen wir dann einfach hier hin und wir haben ein Auto. Das ist jetzt unser Auto. Oder wie wir sehen, ist es. Sieht eigentlich relativ schön aus. Ich bin mir zwar jetzt nicht ganz sicher, was vorne und hinten ist. Ich schätze mal, das ist beides vorne und hinten. Das hier sind die Räder. Sieht relativ schön aus, finde ich. Und das hier ist das. Dann ist wahrscheinlich das vorne. Oder. Weil ich irgendwie so ein Gefühl, dass hier ist das sozusagen das Panel. Wir müssen nur uns rein, also im Prinzip müssen wir uns rein, also rein und dann Rechtsklick. Dann haben wir hier im Menü auf Start fährt das Auto
Und da, wo ich jetzt hingucke, fährt das Auto hin. Und wie wir merken, kann es leider nicht querfahren. Also das heißt, die haben hier leider nur die Möglichkeiten auf hier, wenn ich mich überdrehe, so. Und wenn ich mich nochmal umdrehe, so. Und dann nochmal so. Das ist zum Beispiel sehr interessant bei Mr. Dread ist seiner Stadt, weil die ist ja eigentlich im Prinzip ja nur gerade, aber wir haben hier, wie wir sehen, 0,1 Speed. Genau, nochmal 0,1 und 0,5, das ist irgendwie der schnellste. Das heißt, ich bin relativ schnell unterwegs. Jetzt werden sicher wieder viele sagen, das wird doch sau lecken. Im Prinzip nein, wird nicht lecken. Denn wenn ihr nämlich auf der Survival Map seid, dann habt ihr mehr FPS als wir auf einer Flatroom Map. Aber wenn dann was oben gebaut ist, wie hier, ich fahre jetzt ins Dorf ran und habe einfach mal über 60 FPS gerade bekommen. Wenn ich, und hier vorne waren es glaube ich gerade mal 30. Jetzt sind es 30, wenn ich hier hinfahre, sind wieder 40. Das heißt, in einer Stadt oder auf dem Land, wo ein paar Gehäuse, also ein paar Häuser stehen, funktioniert dieser mal super. Wir können jetzt auch mal hier rumfahren, wenn ihr wollt. Hier so, haha, ich habe ein Auto und die Penner nicht. Dann einfach hier rüber gucken und dann habt ihr schon, ja, sehr schön ohne Mods vor allem, weil man muss wirklich bedenken, es ist ohne Mods. Na, guck mal, die kommen schon raus wegen meiner coolen Karre, ne? Das Einzige, was ihr nicht könnt, ist halt überfahren. Huch, jetzt bin ich dagegen gefahren. Und wenn ihr wieder stoppen wollt, drückt ihr T. Drückt hier auf Stop. Und dann steht ihr schon. Dann mit Shift könnt ihr raussteigen und darum gehen. Und es ist eigentlich relativ schön, finde ich, der Mod. Vor allem, weil wir hier noch Obermod haben. Dazu gehen wir mal rein. Drücken den Start. Das bewegt sich jetzt gerade nicht. Warum auch immer. So, jetzt. Wir gehen auf 1,5, wenn wir Overspeed nehmen, dann können wir fliegen. Wir können das auch im Prinzip als, ganz im Prinzip könnten wir das sogar als Bahn verwenden. Als Bahnführer muss man halt hier rumgehen und dann, ja, aber man kann hierbei leider nur eine Schubkarre, also eine Lore nehmen, aber es ist ein recht schöner Mod, finde ich, also recht schöner Mod, sage ich schon. Sehr schön finde ich das auf jeden Fall, weil das auch ohne Mods funktioniert. Wenn halt einfach das nur funktionieren würde, dass man hier so quer fahren könnte, das wäre so das Schönste, finde ich. So, wir nehmen mal jetzt diesen Obermod wieder raus und dann können wir wieder runtergehen. Jetzt fragt ihr euch sicher, funktioniert das eigentlich, dass wir, wenn wir worauf fahren wollen, das funktioniert leider nicht. Dazu brauchen wir Haltblöcke, das heißt, wir bräuchten hier jetzt einen Haltblock, damit wir rauffahren können. Ist leider so. Der Taste funktioniert leider auch nicht. Leider, aber wir haben auch Schadenresistenz drin, das ist schon mal recht schön. Wir drücken jetzt einfach Stopp und wir sind draußen und dann können wir jetzt zu den Typ hier gehen. Leider gibt es auch keine Hupe, aber für ein Nicht-Mod oder man kann es auch für einfach zum Spaß ein Rennen benutzen dazu, dass man da sozusagen ein Rennen hat. Man hat nicht direkt das schnellere Auto, aber es stellt mich ganz kurz die Frage, ob man da auch eine andere Farbe verwenden kann, also auch einen grünen Lehmblock. Ich nehme jetzt einfach mal so ein und dann gucken wir mal, ob wir auch sowas hinbekommen. Nee, dann nicht funktioniert anscheinend nur mit Rot, aber hier, da stand gerade K. Hier auch schon wieder. So, ich stell mal ganze Zeit viele Autos und es leckt bei mir kaum. Ja gut, jetzt fängt es gerade ein bisschen lecker an. So, jetzt geht es wieder flüssiger. Beim Setzen kann es kurz mal lenken, aber das ist sozusagen das ohne Mods Review, also Command Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt einen Daumen hoch, wenn nicht, dann nicht. Ich habe unten in der Beschreibung gleich der erste Link, führt ihr euch zum Command. Einfach kopieren, dann mit STRG C und dann mit STRG V. Habe ich ja erklärt. Und ja, dann ciao Leute, bis zum nächsten Video. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, dann ciao.